Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nein, diesmal ist es kein King of the Hill Video, keine Battle Royale Runde oder ähnliches, sondern ich wollte eine Ankündigung machen mit diesem Video. Also es ist sozusagen ein Ankündigungsvideo und zwar, die Ankündigung lautet quasi, stellt mir eure Challenges in Battle Royale. Also ich möchte quasi Challenges in Battle Royale machen, weil das bietet sich eigentlich relativ gut an dafür und ich spiele es auch schon sehr, also relativ lange, also es wird... Ich sag mal, es hört sich doof an, weil man natürlich nicht immer jede Runde gewinnt, aber es wird langsam so ein bisschen langweilig, ohne irgendwie noch was, eine zusätzliche Schwierigkeit einzubauen. Das hört sich natürlich egoistisch an, aber ich spiele es jetzt wirklich schon relativ lange, ein, zwei Jahre, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge oder so. Mehrere, ich würde mal sagen, 100 Stunden. Und es wird natürlich langsam ein bisschen, es ist natürlich immer wieder eine neue Situation und alles, aber wir sind, also Phil und ich, oder ich bin auf die Idee gekommen, dass wir einfach Challenges machen könnten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da könnt ihr ruhig kreativ sein, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Also ich bin jetzt hier gerade mal in der Shooting Range hier von Battle Royale, also zum Beispiel hier eine Pistolen-Challenge oder so, also Only Pistol oder so. Ihr könnt die auch richtig ganz normal ausformulieren, also irgendwie mach zum Beispiel 3 Kills mit der und der Waffe oder so. Oder gewinn die Runde nur mit der Waffe oder keine Ahnung. Zum Beispiel ist nicht sowas wie hier, gewinn die Runde mit einer Makarov oder so, weil die Makarov ist einfach mit Abstand die schlechteste Waffe im Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hier ist. Zum Beispiel Sting ist auch schon, wenn man das mal, ich darf das mal kurz demonstrieren, wenn ich mit der schieße hier auf den Typen. Man sieht schon, ich brauche ohne Ende Hits. Habe jetzt so viele Hits hier gemacht. Das sieht ja links. Hab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Hits gemacht. Und rechts in der Mitte seht ihr das Leben. Health. 51 hat er noch. Also ich brauche ordentlich Schüsse mit so einer Waffe, um da was zu reißen überhaupt. Und wenn ihr euch das natürlich dann vorstellt mit der Makarov, das geht natürlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich guck mal kurz, ob ich die hier finde. Das ist absolut unmöglich. Und ich kann auch mal die Rook hier nehmen. Ich habe das auch gerade schon mal getestet mit der Pistole. Hier kann ich mal schießen. Hier, da drauf. Das waren jetzt hier links, sieht das 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, Schüsse. Und ihr müsst ja bedenken, die stehen nicht, die Gegner, sondern die laufen so wieder hin. Dann komme ich da hier mit der Pistole. Da habe ich keine Chance, irgendwas zu machen. Und die Reichweite ist dann natürlich auch viel, viel zu gering. Also seid da ruhig kreativ. Keine Ahnung. Sei es, ob ich die Runde damit gewinnen muss, muss ich damit bestimmte Kills machen. Man kann natürlich auch sowas wie machen wie Gun Game. Also ich muss die, wenn ich jemanden kill, ich loot mir eine Waffe, suche mir eine aus und wenn ich jemanden kill, muss ich die Waffe zum Beispiel von dem nehmen. Das kann man natürlich auch machen. Ich guck mal kurz. Ja, keine Ahnung, G17, sowas ist auch total, ist überhaupt nicht stark. Okay, das waren jetzt 3 Schuss. Vielleicht ist sie stärker als die andere Pistole, die ich gerade hatte. Also zum Beispiel Makarov ist halt total. Das ist unmöglich. Zum Beispiel Bison kann man was machen. MP5 kann man was machen. Pistolen. Ihr könnt auch sagen, allgemein Pistolen-Challenge oder Shotgun-Challenge. Shotgun finde ich ganz cool eigentlich. Oder sowas wie Kill die letzten drei mit, keine Ahnung, mit der Shotgun oder so. Das wäre dann hier Shotgun. Oder Shotgun mit dem bestimmten Scope. Das war ein Headshot, lol, okay. Aber eben. Mit Shotgun geht es natürlich einigermaßen. Wenn ich hier schon auf die Range gehen muss, hier, das ist total schwer, da irgendwie. Vor allem, man weiß nicht mal, ob die Kugel da hinten ankommen bei dem. Man hat es ja gerade kurz rauchen sehen. Also, schreibt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es zahlreiche Challenges gibt. Ich werde mir vielleicht selber. Ich schau mal, was so kommt. Und werde dann mit Phil oder mit diversen Leuten das noch ein bisschen ausarbeiten, dass man da einiges zusammenbekommt. Und werde das dann auch so peu à peu hochladen. Das könnte allerdings dauern. Also ich lasse das jetzt ein bisschen hier, lasse euch ein bisschen Zeit. Und ich habe auch noch extrem viele andere Runden, die vorher noch kommen werden. Also das sind, boah, 10, 20 Runden, die davor noch kommen werden. Die muss ich teilweise auch noch schneiden und rendern und hochladen und alles. Aber seid auf jeden Fall kreativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn einiges bei rumkommt an Challenges. Einfach in die Kommentare posten. Und dann hoffe ich mal, dass einiges zusammenkommt, ne? Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und schreibt eure Challenges in die Kommentare. Bis dann, ciao.